Yo YouTube, was geht ab? Euer Papa P ist back mit einer weiteren Folge Craft Attack. Was hier passiert ist, das könnt ihr mir nicht glauben. Ich habe eine unfassbar krasse Sache in Minecraft gemacht und werde jetzt hoffentlich einen Like von euch bekommen und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr weitere Craft Attack Folgen auf diesem Gaming-Kanal sehen könnt. Ich bin Papa P und ich bin blond. Ladies and Gentlemen! Holy shit! Ja, was geht ab? Wie geht's dir? Ey, mir geht's richtig gut. Geil, dass du ein Craft-Attack dabei bist. Digga, ich kann's auch nicht fassen, Bro. Überkrank. Digga, Max, dein Skin sieht so unfassbar dumm aus und ich bin ein Feuermagier, Junge. Digga, du siehst aus wie ein Hot Wheel. Ja! Alright, 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 alright. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Wo muss ich hin? Warte, wir fragen einfach im Voice-Dings. Yo, 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 yo. Yo, 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 Minecrafter. Was geht ab, Broski? Wie geht's dir? Ey, gut soweit. Wie geht's dir? Auch, ich bin sehr pumped. Willkommen in der Welt von Craft Attack. Alter. Ey, kannst du mir auch kurz ein Brot geben oder zwei? Boah, er gibt wirklich nur zwei, korrekt. Also, pass auf. Du wirst der GRG-Crew joinen. Wenn du Tab drückst, wie gesagt, GRG krass represent. Und du kannst dir generell merken, uns gehört der Norden. Uns gehört sozusagen die Hälfte des Servers. Okay. Und deswegen fliegen wir jetzt mal gemeinsam in Richtung Nordwesten. Doppel-Leertaste in der Luft. Und merken, nicht jetzt F drücken, aber du kannst mit F nochmal einen weiten Boost raus. True, das habe ich vergessen. Digga, ist ein bisschen wie so ein Flugunterricht. Flugsimulator. Überhol dich, Posti! Also das hier ist, also generell haben wir einen Ozean über, über das Mushroom Island. Und dann geht es in jede Richtung, wird halt Land connected und wir haben jetzt eigentlich das, finde ich, mit geilste. Ach du Scheiße. Bio- oder Landfläche halt rangeholt. Und zwar hier. Ab hier beginnt mein Bereich. Der Dschungel, das gehört alles mir. Bro, wo ist hier? Wo ist hier? Ja, Bro, du bist doch, wir müssen nur an eine Richtung fliegen. Ja, ich wollte kurz checken, wo du bist, Bro. Jetzt habe ich die Richtung verloren. Okay, komm zu 2280 und minus 1750. Ach du Scheiße. Digga, ich muss jetzt 500 Blöcke. Oh, Digga. Willst du dich nicht nochmal einfach umbringen und dann nochmal fliegen? Ja, ich glaube schon. By the way, falls ihr das hier gerade auf YouTube guckt, Wilbo, mein Cutter, wurde dazu versklavt, jeden Tag eine Folge hiervon hochzuladen. Also, lasst auf jeden Fall ein Abo da, like das Video, hier kommt jeden verfickten Tag davon was. Aber oh, 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 okay, ich sehe den Dschungel, ich sehe den Dschungel. Ja, der Dschungel, ab da, landet mal beim Dschungel, da beginnt mein Grundstück. Yo, 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 ich bin da. Okay, ich bin bei so einem Portal. Hier steht GHG, ist ein Schild. Okay, und das so ist, und so Netherwarzen und so. Ja, und hier ist so ein Dog, der heißt Day One OG. Aber wahrscheinlich ist es dann Hugus hier, oder? Wieso? Weiß ich nicht. Weil der Name so scheiße ist, hätte ich jetzt gesagt. Weißt du? Nein, Basti, nein. Du bist so leise. Es ist deine Base, Bro. Dein Name ist mega Arsch. Bro, Bro! Nein! Nein! Bruder, ich bin gerade hier angekommen! Ich bin gerade hier angekommen! Oh mein Gott! Sag nichts gegen den Hund! Es Bruder. Ist halt der Hund, der seit Tag 1 da ist! Oh mein Gott, Bruder! Und wieder bin ich in der zweiten Folge von dir gestorben! Oh. Naja, was machst du denn auch für... Bro, du kommst, du bist Gast! Was machst du hier? Digga, jetzt flieg ich da nochmal hin, Digga! Geil, Bro! Ich hab noch nicht einen Block abgebaut, Bruder, und bin schon dreimal verreckt! Ja, bist du schon verreckt? In welcher Staffel? Boah, Gänsehaut. Opfer, Alter. Yo, yo, yo. Warte mal ganz kurz. Ein Moment. Warte mal. Droppen Köpfe, ja, wenn man jemanden umbringt? Ja. Also pass auf. Das hier, was du siehst, diese Insel, die gehört alles mir. Bis zum Dschungel drüben, das ist hier alles meins. Meine komplette Fläche. Folge mir. Du wirst dich hier mal so in Reihe 2, glaube ich, so langsam einordnen. Schick dir mal ein Bild. Das ist aktuell... Kann ich das zeigen? Ja, das kannst du zeigen. Das kann ich auch nochmal... Ihr seid krank, wirklich. Ich würde gerne da bei Fabo ins Wasser. Ich brauche halt keinen Boden. Ihr seid alle auf Boden angewiesen, ich nicht. Ah, du brauchst keinen Boden. Ja, sag das doch. Ja, ja, ja. Also ich würde bei dir oder bei Fabo da, also da, wo dieses Fragezeichen ist... Und zwischen dem Fragezeichen und Basti in Richtung Wasser würde ich gerne bauen. Das ist ganz geil eigentlich. Dann habe ich dich in der Nähe, Farbe in der Nähe. Ja, und halt ein Veto und Norisk halt auch. Ja, komm mal mit. Ja. Also hier ist die Base von Veto Norisk. Guck mal hier, das ist voll schlau, ne? Guck mal, die Kisten in Wasser zu machen. Damit die nicht hochgesprungen werden können. Den nehmen wir schon mal mit. So, das ist der erste Regelverstoß.
Sparker Phoenix wird sich jetzt gerade mal um dich kümmern. So. Nee, ist mit denen abgesprochen schon. Bro, was hast du rausgenommen? Gar nichts. Ich habe alles zurückgepackt. Ist alles wieder da, wo es sein sollte. Bro, du hast gerade das Achievement Diamanten, gell? Ja, ich habe die wieder zurückgepackt. Also, warte, noch jetzt hier weiter, aber hier draußen auf dem Ozean, da kannst du ohne Probleme bauen. Ja, Mann. Okay, das ist geil. Das ist ein bisschen Pain für den Anfang, da einmal hinzukommen. Aber wer schön sein will, muss leiden, I guess. Ja, du leidest schon sehr lange, ne? Ja, sehr lange. Und es passiert irgendwie nichts. Ich werde irgendwie nicht schöner, Digga. Keine Ahnung, Mann. Quatsch. Ja, Kevin, dann viel Spaß in Craftech. Jo, danke. Haust du jetzt ab? Digga, ist ein bisschen Seven vs. Wild Flashback, Bro. Bro, was hast du für Siebser? Oh, scheiße, ich hab meine Sachen vergessen. Ich hab ein Dia. Okay, ja, easy. Ey, meint ihr, ich kann hier diese Bäume einfach abbauen? Juckt das die? Ich weiß nicht. Digga, wer ist denn er? Wer bist denn du? Digga, das ist unser Freund, wir brauchen einen Knochen. Wir bedienen uns mal bei unseren guten Freunden. Veto und Norris, die haben doch safe den ein oder anderen Knochen. So, danke Jungs, ihr seid die Besten. Komm her, komm her. Feini, wow. Freunde! Wir haben unser erstes Haustier, wie heißt der? Day 2 Dog? Oh mein Gott. Day 2 Dog. Einfach nur 2 Dog. Digga, 2 Dog, aber so geschrieben. 2 Dog. Das ist Tudok, Chat. Ist mir egal, was ihr sagt. Ist hier, ist Tudok. Alright. Ich weiß actually nicht, ob das für die okay ist, wenn ich das jetzt hier abbaue. Wir machen es einfach. Wir holen jetzt erstmal die Stunny-Anfangssachen. Der Plan ist, Freunde, wir werden eine Zitadelle bauen aus World of Warcraft. Beziehungsweise wir werden Naxxramas nachbauen für die Leute, die absolut keine Ahnung haben von World of Warcraft. Ist egal, weil man wird es am Ende eh nicht erkennen können, weil ich es unfassbar scheiße bauen werde. No risk, das geht ab. Das geht ab. Ich brauche deine Hilfe. Bist du jetzt hier mein Mitbewohner? Nicht so richtig. Ich wohne so 200 Meter in diese Richtung. Wir sind jetzt, ja, okay, wir sind sowas wie Nachbarn jetzt quasi. Ey, cool. Ja. Ich will immer als Nachbar haben. Kannst du ja mal auf ein Bierchen vorbeikommen, wa? Ich trinke keinen Alkohol, weil ja, ich ja. bin ein fastiger GAG-Fan. Achso, sorry, habe ich vergessen. Also du weißt, Drogen sind nicht so cool. Ja. Gut, ja, aber das war's auch schon, ne? Ja klar, ich wohne hier, also ich gehe jetzt nicht weg. Naja, also ja, also vom Ding her, also brauche ich ja auch halt irgendwie Eisen oder so, weißt du? Ach so, Eisen, ja, same. Also ja. Ich bin farmblind, sorry. Danke, Bro, mega also, geil. Also ich weiß nicht, ob das Eisen ist. Ja, ist Eisen, Ding. Nee, ist Eisen, Bro. Okay, dann mega hier, geil. Hast noch mehr. Jo, danke, Digga. Übelst geil, danke, Bro. Ey, bis später, ne? Lass dir gut gehen, Chef. Ja, bis später. So ein Süßi. Ey, Chad, ich baue noch gar nicht hoch, oder? Ich baue erstmal unten so eine Art Base-Lager, würde ich sagen. Ich glaube, das ist smarter, oder? Was machst du? Ja, ich habe überlegt, ob ich direkt oben die Base platziere. Aber ich glaube, es ist smarter, wenn ich hier erstmal so eine kleine Base baue. Wo wir so ein bisschen mal kurz alles so. So Kistenlager und so, you know? So kleines, was wir dann später wegmachen. Muss nicht allzu groß sein. Einfach nur so, dass ich da so ein bisschen was abstellen kann. Zack. Okay. Wundervoll. Alright, dann gehen wir mal in die Arbeit, Chat. Das hier ist unsere Base, Chat. Hier werden wir jetzt die nächsten Wochen, Tage, ich will fast sagen Monate verbringen, Leute. Checkt ihr das? Hier, wo drüber jetzt noch gar nichts ist, wird in ein paar Tagen, in ein paar Folgen auf YouTube oder in ein paar Streams eine geile Zitadelle sein, Chat. Was ist die Höhe für Eisen? 11? Ich hab 12. Na, auch so 56. Die Diamanten. Also auch, soll ich einfach auf Diamanthöhe abbauen? Minus 56 findest du eigentlich alles. Ich hab nee, auch da gibt's kein Eisen mehr. Eisen spawnt da nicht mehr. Okay, Romatra, okay. Ich ist bin so. Auf Höhe minus 56, ich stehe gerade vor einem Eisenblock. Was redest du? Echt jetzt? Was redest du? Ich stehe gerade legit davor. Das ist doch asozial mit meinem Chat. Digga, wie Leute. Wie sich das Gehirn kaputt reagiert bei Frank Rosin. Ich finde Venis Art zu reden so lustig. Ja, der hat so einen Akzent, den man nicht versteht irgendwie. Ja. Hey Kevin, wo ist deine BS? Ja, Mann, was willst du? Ja, Kruzifix. Mann, Digga, so redet er einfach gar nicht. Das war jo, so. Kevin, ich bin auf der Vulkanland. Ja, das ist arg schlimm hier. Oh, Digga, ich kann kein STH aussprechen, alles gut. Oh mein Gott, das ist mehr Sascha Huber gewesen gerade, was du gemacht hast, finde ich. Bro, soll ich euch das Schlimmste erzählen, was ich mal machen musste in meiner Jugend? Musste. Was kommt denn jetzt? Ich hatte schon mal erzählt, ich musste mich mal wehren, weil mich vier Leute rippen wollten. Die wollten mich abziehen. Ich habe schon gedacht, okay, Digga, ich muss jetzt irgendwas machen, so, weil ich habe keine Chance gegen die.
Und ich habe den ganzen Tag schon vorher auf den Sack bekommen, so mäßig, und war schon so, ja, Digga, Bro, das Ding ist durch, ich krieg gleich mies auf die Fresse. Und dann habe ich meine Schere aus meinem Ranzen geholt, meine Kinderschere. Oh mein okay. Gott, oh mein Gott. Meine abgerundete, okay. Ja, Bro, okay. Mal, was kommt jetzt? Nein, Bro, meine abgerundete Kinderschere, so eine Bastelschere, ne? Mit Zickzack, ja. So eine Runde, so eine, wo nee, man so... Nee, so, aber fest, vorne so abge... Nee, aber so, also so for real, so, nee, so nicht. Abgestochen mit Wellenschere, aber Digga. die war so abgerundet halt vorne, ne? Stegi. Ja. Warte kurz, Basti. Digga, wir sagen Zickzack Basti Sport auf einmal. What the fuck? Oh, Geist, Digga, das halt wirklich so gewesen. Und dann, pass auf, und dann sind sie mir hinterhergelaufen. So und dann habe ich einen Schwitzkasten genommen und ich hatte die in der Tasche und habe richtig doll Panik bekommen. Und dann habe ich den mit der Schere einfach ins Bein gestochen, Digga. Nein, ich habe ein Loch in seine Hose gestochen. Nein, weil ich Angst hatte zu ersticken, Bruder. Nein, das ist kein Witz. An der Bro, das ist der ungünstigste Zeitpunkt für einen Server-Crash. Was? Bro, oh mein fucking Gott, Digga, ich schreie. Bro, einfach okay. Mit Story, du erzählst einfach kurz, dass du jemanden abgestochen hast ins Bein, Digga. Angestochen. Es wäre auch Notwehr gewesen. Ja, ja, und also auf einmal der Server-Crash, Bro, so mit Talk einfach. Alright, Freunde, ganz kurze Unterbrechung hier von dem Talk. Es ist soweit, wir haben 36 Diamanten, Ladies and Gentlemen. Wir gehen jetzt full Dia. Alright? Started from the bottom. Boah! Und jetzt einmal hier. Boom, bam, boom, bam. Digga. Dripped out. Holy shit, let's go. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, Chat, dass wir anfangen, die obere Plattform zu bauen. I guess. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir bauen jetzt oben die Plattform. Digga, dann wird dein Cock da so reingepresst. Ja, aber ich glaube, ich habe es ja auch nie gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass es krass ist. Bro, um was genau? Bro, ich war kurz muted, hab den Leuten erklärt, was ich jetzt baue. Und jetzt höre ich irgendwas von Cock reingepresst, Leute. Was würdest du dir so einen Cage um den Schwanz legen? Nein. Auch nicht. Hä? Auch nicht für Content oder was sozusagen? Nein. Auch nicht so am Anfang, so um es zu testen? Nee, Bro, stell dir vor, du kriegst dann auf einmal einen harten. Und dann ist ja, aber da ist aber kein Platz. Da ist aber kein Platz. Du musst ja, dafür ist es ja gedacht, dass du einen harten bekommst und dass der dich dann sozusagen. Also das ist ja der Sinn davon. Weh, oder? Ich habe ja keine Ahnung, aber. Nein, Mann, Stegi, du hattest safe schon mal so ein Ding um den Cock. Nee, aber ich wünschte jetzt. Ich finde, Stegi ist auch. Stegi ist ein Cockring-Enjoyer. So, jetzt habe ich es gesagt. Mit die Eier so anschwellen, so komisch. Also, nein. Okay, wie hoch machen wir das Ding, Chat? So hoch? Boah, das ist echt schwer, ich weiß nicht genau. Oder höher? Also ich meine, das ist sozusagen, ihr müsst euch vorstellen, wir bauen gerade hier die unterste Plattform. Das ist so roundabout der Plan. Die Plattform unter Nax ist rund. Ja, ja, ist nur grob, Bro, ist nur grob. 19, 20, 21, perfekt. Ach, Digga. Mann, Junge, es hat mich hier schon ab. Ich werde so oft hier noch sterben, Digga. Watch this, Chat. Oh mein Gott! Chat, bevor wir weitermachen, wir haben einen ganz besonderen vergessen. Wir haben Tudog vergessen. Ja, oh mein Gott! Tudog, wir fahren jetzt zu uns nach Hause. Oh mein Gott, beste Mann! So! Alright! Wow, das ist ein sehr besonderer Moment, Freunde. Es passiert. Du kriegst deinen Namen, Tudog. Bitte stirb nicht, okay? Wow. Alright, wir haben ein Haustier jetzt, Chat. Offiziell jetzt auch. Er hat einen Namen. Fucking Tudog, Bro. Färb Halsband um. Oh, geht das? Wow, das ist süß. So ein Feini, hallo. So ein Feini. Was wird das hier, Chef? Ich brauch Holz. Nein, ich brauch das, WTF. Ja, danke. Gib mir mein Holz zurück. Bruder, farm das selber. Ach nö, ich hab keine Lust. Basti, was hab ich von dir bekommen bis jetzt? Ein Grundstück. Jetzt hab ich mich vercraftet wegen dir. Digga, jetzt vermüllst du dir auch noch meinen See, Bro. Was geht jetzt ab? Ist das ehrenlos? Du schuldest mir 2 Diamanten. Oh nein, Papa Blatt hat mir ja eine Ansage gemacht. Du gibst mir jetzt 2 Diamanten, Basti. Komm, ja, wir fahren jetzt zu deiner Base, los. Deine Base ist nicht da.
Wir fahren mal gemeinsam eine kleine einsame Ecke, damit uns keiner sehen kann, ne? Was, wir fahren nicht in deine Base. Wo fahren wir hin? Wir fahren nicht in deine Base. Die Base ist in die andere Richtung. Ich glaube, du verfährst dich gerade. Oh, vielleicht fahre ich einen kleinen Umweg, ne? Okay. Ist das eine Farm? Was ist das? Ja, eine Guardian Farm, an der wir bauen. Alter, krass. Weird Flex. Ja, also ich muss halt hier hin, deswegen. Yo, Heiko, was geht ab? Basti schon mit mir 2 Diamanten. Ja. Hier. Ey, nee, wie was hier? Ey, so, jetzt so nehme ich. So nämlich, zack. Ey, Kevin, nee. Kevin. So nämlich. Zack. Fahr dir deinen Scheiß heute selber, Basti, Junge. Easy. Bandenkrieg, Bro. Oh nein, sie kommen mit Feuerpfeilen. Die Feuernation kommt, Bro. Das ist glaube ich nicht die Klaune. Lass mich in Ruhe, ich hab nur 1 AP! Geh weg! Was ist denn das für ein Klaune? Lass du doch in Ruhe, Basti, lass du doch in Ruhe! Dann gib mir die 20 Fansgeld jetzt. Lass mich in Ruhe, hier, du kannst alles haben, hier, nimm sie. Lass du doch in Ruhe. Was ist das mit den 2 Dias Schulden? Bro, ist okay, du kannst sie behalten. Du kannst gehen, ist okay, du kannst alles haben. Lass ihn! Alright, ha? Pass auf, mit wem du spielst, ha? Das ist eine kleine Lektion, aber beim nächsten Mal bist du dran. Oh nein. Ich glaube, der nimmt dich nicht ernst. Ich nehme euch ernst. Oh. Siehst du diese trainierte Brust? Boah. Er droppt die Chestplate, Digga. Oh mein Gott, Bruder, ist das dumm. Ey, ist das dumm. Oh, herrlich. Okay, ey, ich glaube, Real Talk, wir sollten uns als erstes das Glas holen. Wir sollten uns richtig viel von dem Glas holen, Bro. Weil das edit direkt so, das sieht so viel cooler aus direkt. Ich glaube, ich werde es aber nicht mit Spruce bauen, sondern ich wollte es eigentlich mit Dark Dings bauen, mit diesem hier. Ich glaube, das würde fresher aussehen, oder? Ja, Bro, viel fresher. Okay, und was ist das hier für ein Block? Blue Terracotta. Wir hätten halt auch ansonsten... Oh, Purple Concrete sieht ehrlich scheiße aus. Nee, warte mal, das muss schon blau sein. Das ist der Block. Momo. Kevin, was für Terracotta brauchst du denn? Welche Farbe? Blau. Blau. Blau, 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 blau. Ich habe Light Blue und Blue. Verkaufen Sie beide, ja? Ich brauche Blau, also nur Blue. Ja, Wo bist du? Ich den Angebot. Ich bring dich hin. Kann ich bin der Lieferant, ich bin der Uber. Okay, Kevin, guck mal hier. Nee, ganz kurz, Bruder, bevor wir reden. Du baust doch seit 10 Jahren Minecraft, Bruder. Du hast die Scheiße schon gespielt, da waren wir alle 12 oder so. Bro, das ist nur von meinen Villagern. Das sieht so beschissen aus, Bro. Digga, du weißt doch, das wird alles unter Tage später sein. Das ist nur um zum Farmen. Guck mal. Digga, das würde sich auf Planet Minecraft nicht eine Person downloaden, um das nachzubauen. Guck mal, was da steht. Guck mal, was da drum aufsteht. Jason Panieren Farm. Das sind Stone Jasons drin. Stone Jasons, Digga. Er hier verkauft, aber er will gerade nicht. Oh mein Gott. Ja, ey, der Trade dauert so lange. Ich brauche richtig viel, Bro. Wie viel brauchst du denn? Viel. Willst du Koordinaten von so Claybiom? Also ja, das wäre krass. Mesa. Ja, habe ich halt. Oh, du klingst heute wieder so breedable, Urotox, wirklich. Junge, wie sagst du die ganze Zeit? Sag doch nicht breedable, Digga. Bitte nicht, wirklich. Kevin, warte mal. Würdest du ihm was kaufen? wie teuer ist er denn? 3 Emeralds. Warte, ich bezahl dich hier. Okay, du hast was, Link. Leg los. Tu es, tu alles, was du willst. Nimm mich. Ne. Oh! Setz dich hier drauf, los, setz dich hier drauf! Setz dich hier drauf! Ja! 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 Jo, was geht, Alter? Ey, Mann, Bro. Ja, also das Mesa-Biom würde ich vom Ding her nehmen, Bro. Wie viele Eisengolems sind hier verreckt, Alter? Holy shit. Hier,
Kevin, 500 minus 1000. 500 minus 1000? Boah, genau. Das ist echt weit. Digga. Warte mal, könnte ich nicht rein theoretisch ausrechnen, wo ich hier im Nether hin müsste? Dann da ein Portal placen und dann bin ich einfach da? Okay, Stunde der Wahrheit. Bitte lass das Mesa-Biom hier sein, come on. Ja, oh mein Gott! Ach, geil, das ist das brauchen wir für unsere Base. Let's go, alright. Mal, FNC, Boah, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Efficiency. Ah, Efficiency, oh mein Gott. Bro, Jesus Christ. Ein Trailer. Ist das nicht gerade Kölns größter Streamer, Papa Platte? Bro. Aus Köln? Ey, das ist doch Papa Platte, yo! Einmal Kevin, Applaus. Immer die Abende mit Basti. Ich dachte schon, ich kenne die Stimme. Mega Content, wirklich. Ey, Mann, Leute. Digga, ich hab bei. Ey, ist er das wirklich? Ist das der mit den Vlogs? Bei der Edeltour hab ich ein Foto mit Mascha gemacht, Kevin. Mann, Leute, ich will doch einfach nur dieses Wending. Oh, Mann, Digga. Ist doch geil. Mann. Oh, Mann. Ey, Mann. Gut, Leute, was willst du? Ich will einfach nur zu Fabus Base, Bro. Ach so. Und dann, was willst du da tun? Klauen? Ja, ich habe aber kein Portal oben an der Decke. Wenn du mir sagst, wie man an die Decke kommt, dann baue ich da eins. Nö. Wie komme ich ja an die Nether-Decke? Mann, Digga, sag mir doch einfach, wo deine fucking Koordinaten sind. Jason rausgebrochen. Nein, ich weiß das Jason, nicht. Jason panieren. Bro. Ich suche einfach selber, Chat. Real Talk, ich muss es einfach auf mich alleine gestellt finden. Ich werde es finden, Bro. Ich werde das One Piece suchen gehen, Chat. Wir gehen los. Wir suchen jetzt das One Piece, Bro. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Bastian! Yo! Du kommst wieder aus meiner Richtung, von meiner Base, ha? Huh? Ja, yo, ich suche hier Fabos Base, Bro. Aber der wollte mir nicht sagen, wo er wohnt. Er wohnt da drüben, oder? Ja, genau. Was? Hä, was? Basti, ich bin immer noch hier! Oh. Achtung! Das One Piece ist eine Villager Farm. Ciao! Hey, Basti, gib mein Boot zurück! Welches Boot? Was du mitgenommen hast? Ich hab keins. Du Frech. Sorry, ich wollte dir helfen. Ich helf dir. Jo, danke, Mann. Jo, der ist schon tot, Bro. Warte, ich helf dir. Jo, du musst gar nicht mehr schießen, Bro. Der ist ja schon tot, ne? 100 Euro, wenn du triffst, first try. muss los. Jo, wie ein paar Subgifts oder was? Nö. Geldschulden sind Ehrenschulden. Nö. Du bleibst hier, mein Bester. Bruder, er baut Crafting Table ab. Wie toxic. Fuck. Oh fuck, du bist zu schnell für mich. Okay, da schaffe ich das nicht abzuschießen, oder? Ich bin aber weg! Oh, fucking Basti, Bro. Movement, God, easy. Unbreaking 3? Oh mein Gott, Bruder, wirklich, diese Base von Fabo ist so scheiße. Oh, FI5! Ich hab kein Buch dabei, Bro! FI5 ist das, was wir brauchen. Let's go! Dafür sind wir hier. Nice! Haben wir Swift Sneak als Guy, als Villager-Typ? Nee, kann es nicht geben. Musst du finden. Boah, Film. Oh. Aber ich hab das, also doppelt. Oh. Ey, Wichser! Yo, kann ich das haben? Ja, natürlich, aber wir leben ja hier in einer Gesellschaft. Das ist ja richtig, oder? Und ich bin scheiße arm und du bist scheiße reich. Was wäre denn dein Handelsangebot für dieses seltene Buch, wo du dein Leben verlieren könntest? Wo ich mein Leben verlieren könnte? Ja, du müsstest in diese Festung mit diesen dicken Ochsen, die so diesen Boom haben und dich two-hitten. Ah, okay, verstehe. Ich habe mein Leben. Ja, ich könnte dir 30 Brote anbieten. Ich habe
Wie sage ich das jetzt? Ich hab einen Stack goldene Karotten. Okay, gut. Ich esse feinstes Filet und du isst Brot. Checkst du das? Ja, check ich. Verarschen lasse ich mich hier nicht. Ich wurde auf eBay letzte Woche verarscht. Aber hier nicht, mein Freund. So nicht, mein Lieber. Checkst ich würde dir dafür 5 Subs geben. Sechs. Muss man nachfragen. 6 Subs. Bei 7 und wir sind im Deal. Okay, 7 Subs. 7 Subs. Okay, schlag ein. Okay. Danke dir. Easy, aber gut dran. Ich will erst das Geld haben. Nee. Nein. Willst du kurz mitkommen und dir das abholen oder soll ich dir das bringen? Ich habe halt Lieferkosten 2 Subs, das wäre dann 9. Oh mein Gott, was? Du, ich muss laufen, Alter. Meine Schuhe brauchen sich. Ich sag ehrlich, das Angebot ist weg. 7 ist weg. Nein, bitte! Ich lehn's ab. Ein Sub. Okay, für 1 Sub mach ich, ja. Ich hol's! Okay, easy, Bitte! Bitte, eins, ich bin ja da. Ja, easy. Nötig, Alter. Wenn der Sub nicht kommt, ich muss mir einen Job suchen. Scheiße! Bro, eat the rich, Alter. Die Reichen werden immer reicher, Chat. Was soll ich sagen? ey, ganz kurz. Ich hab eine SMS von meinem Vater bekommen. Der ist gerade mit meinem Hamster beim Tierarzt. Ja. Und der hat halt Husten. Der hat Schnuppen. So richtigen Schnuppen hat er. Schnuppen? Der hat Schnuppen. Ja, check. Und der meint halt, der Tierarzt meint 20 Subs und er kann den Hamster retten. Nee. Bruder, scheiß auf den Hamster. Alter, Bro. No joke. Bro. Nein, Bruder, scheiß auf den Hamster. Mein Hamster Rodi. Lass Rodi aus dem Spiel. Bruder, der scheiß Hamster ist mir so egal, Bro. Ich will mein komisches Swift-Sneak und dann ist so gut. Kalt, Alter. Okay, ich hab das Buch, komm runter. Meine Mutter schreibt in den Chat 10 Subs. Deine Mutter guckt nicht mal deine Streams. Nicht mal deine Mutter guckt deine Streams. Ich ruf meine Mutter jetzt an. Okay, mach. Okay. Soll er mir 10 Subs geben oder wie viel? Was würdest du sagen? 10 Subs? 10. Okay, 10. Dann danke dir, Mama. Ich hab dich lieb. Schönen Tag noch. Ist das krank. Tschüssi. So, willst du meiner Mutter einen Gefallen ausschlagen? Ist das krank. Willst du meiner Mutter so respektlos Knie übertreten? Ja, es ist also eigentlich will ich halt, also 7 war ja ausgemacht halt, nicht 10. Ich verhandle ja mit dir und nicht mit deiner Mutter. Warte mal, kennst du meine Mutter? Ja, schon mal kennengelernt, ja. Warte mal, ganz kurz. Woher kennst du meine Mutter? Ist eine Arbeitskollegin. Hast du mal bei Rewe gearbeitet? Nee, okay, dann machen wir 7. Aber du musst mir 3 geben, ich droppe das Buch, dann kriege ich die restlichen 4, weißt du? Okay, machen wir so. Ja, okay. Okay, ab. Zahlung's raus. Ich sehe es noch nicht, Hallo, backt mein OBS, ist mein Internet im Arsch. Hier ist das Buch. Mann, Digga. Ich brauche noch 4. Ich brauche noch 4, hallo. Warte, ich muss kurz das Buch checken, einen Moment. Ist dein Internet im Arsch? Yo, es hat actually funktioniert. Ja, es kommt. Bruder, weil du es bist, ich mach insgesamt 10, komm, hier. Ja, endlich wieder einkaufen. Hol dir was Leckeres zu essen. Und danke, ich kann Essen bestellen. Ja, und ey, lass noch ein paar Twitch-Prize bei dem da, dass der Hamster danke, gerettet Twitch werden kann. Prime, danke, Twitch-Prime, danke, Jungs. Ey, danke, Bruder. Mein Hamster dankt dir. Mach's gut, ciao, ciao. Nee, ganz kurz. Digga, der Mute-Button ist so mächtig. Es ist so ruhig auf einmal. Alter, Fabo! Fabian! Fabian HD, Fabster, Alter! Fabian, yo, Fabster, was geht? Ey, Fabster, was ist bei euch los? Bruder, keine Ahnung, Bro. Habt ihr geraucht oder was? Gib mal, ich will auch ziehen! Ich hab Kiff-Marihuana geraucht, Leute! Alter, gib mal rüber die Lunte! Hier, nimm den Kiff-Joint! Ich bin da richtig ran! Nimm den Kiff-Joint, hier, nimm das Haze! Und der Marihuana, boah, Balken! Alter, was ist das für ein Weed? Ey, sind wir in Berlin, Digga? Alter, Digga, wow! Sind wir in Berlin, Digga, ja, oder was ist das? Deine Hände brennen, Digga! Achtung, Digga! Hallo, deine Hände brennen, Digga! Was zum Fick geht gerade ab, Alter? Was geht hier? Was geht Bro, hier ich hab keine Ahnung, Bro. Ich weiß es nicht mehr. So, okay. Ladies and Gentlemen, Boom, Bam, wir haben eine FE5. FE5 Diamond Pickaxe, Ladies and Gentlemen, wow. Oh mein Gott, das ist der Block, den wir brauchen. Oh mein Gott, guckt euch an, wie schnell. Okay, sag ich nicht so schnell, aber ist okay. Ich wollte jetzt einfach so, kennt ihr das, so wie bei Netherracks, einfach durchgehen. Aber ist okay, nehmen wir. Okay. Ey, was würdet ihr machen, um an unfassbar viel blauen Farbstoff zu kommen? Wie komme ich an blauen Farbstoff? Weil wir brauchen blaues Terrakotta. Lapis, aber ist das nicht übelst schwer zu finden? Ich krieg doch pro Lapis 8 blaue Terrakotta raus, oder? Das heißt, wenn wir einen Stack oder so haben, dann hätten wir 8 Stacks Terrakotta.
Ah, wir werden schon mehr brauchen. Wir bauen schon. Wie schwer ist es, 2-3 Stacks Lapis zu farmen? Ist nicht so schwer, oder? Geht. Let's go, wir haben Lapis. Let's go, wir sind richtig. Hier mein Geld. Wann ist die Premiere von Die Domus? Oha, Digga, 2 Lapis ist ein halber Stack schon. Bro, easy, what the fuck? Ach so, oh mein Gott, Digga, ich hab hier Fortune 3. Warum Bro! Schreit Benni die ganze Zeit? Oh, Chef. Jo, was geht ab? Jo, hier die Bestellung. Jo, danke. Hast du Trinkgeld, Alter? Gib mal Trinkgeld drauf. Ich kann dir ein paar Fische geben. Hier, du bist doch Pinguin, ne? Hier. Ja, danke. Was, warum heißt er so? Two-Dog. Ja. Weil Basti hat einen, der heißt Day One Dog. Und das hier ist der Two-Dog. Checkst du? Wegen aber, zwei? Aber schreibt man Two so? Ja, ja, so schreibt man das. Ist das die richtige englische Schreibweise? Ja, ja, genau so macht man Alter, das. Alter, du hast ja legit nur Scheiße in den Kissen. Mann, halt mal deine Fresse, Digga. Jojo, Kevin, hab heute Geburtstag. Bei dir geht ja hier gar nichts. Mal Danke sagen für deine unterhaltsamen Streams. Mund lässt mich immer. Hier ist ja voll kacke. Mann, Fabo. Ich bin noch am Anfang. Ganz ehrlich, komm morgen nochmal wieder, Bro. Das wird, die Welt wird schon ganz anders aussehen. Jo, was geht ab, Captain? Jo, Alter. Jo, verpiss dich mal, wir bauen hier. Verpiss dich von der Müllhalle, ey. Verpiss dich mal. Sag schon vorher zu, Alter. Heute kein Müll mehr. Alter, die ganze Spinner hier. Bro, die haben alle einen Schaden, Fabo, sag ich dir. Küss mich. Nur. Wie stumpf, Digga. Hallo. Wie stumpf. Was baust du denn jetzt? Mann, Junge, warum hatest du jetzt? Bist du jetzt die ganze Zeit hier und hatest, was ich baue? Ja. Nice. Was ist das? Naja, das ist die Seite halt. Ich baue das gerade so hoch. Mann, Digga, was zum Fick? Bro, ich hab die ganze Zeit für diese Scheiße hier gefarmt, Bro. Jetzt stehe ich hier und baue das, Digga. Mann, Digga, guck doch nicht so dumm zu, Bro. Das wird gut aussehen, trust me. Mann, nein, wird's nicht. Mann, Fabo, halt mal die Fresse. Was baust du da? Mann, Digga. Oh, ich seh's aber. Oh, doch. Wart mal ab. Ja, ich hab ein bisschen Angst, dass das halt einfach, dass du jetzt so eine Pyramide baust. Mann, Digga. Das wird man. Ey, das wird so geil. Da vorne komm ich dir nochmal. Und ich werde hier richtig einen ablachen und dich tot beleidigen. Mann, Digga, du stehst da einfach nur seit 20 Minuten, Bro, und ich versuche hier die Scheiße zu bauen. Das ist das Beste, was heute passiert ist auf dem Server. Oh mein Gott, Digga. Ist das dumm. Ist das so geil? Ist das dumm. Aber du sagst, bis morgen ist schon ein krasser Upgrade? Ja, ja. Ich glaub, morgen erkennt man schon so ein bisschen. Am Morgenende wird man schon so ein bisschen erkennen, so, wo es hingehen soll. Aber ich mache mir jetzt einen Kalendertermin. Morgen um 21 Uhr bin ich hier wieder. Ich stell mir einen Wecker. Okay. Ja, okay. Aber Fabo sagt ehrlich, also ich bin noch müde. Fabo sagt ehrlich, es wird schon langsam. Was denn? Na, die Base. Digga, ich war doch gerade da. Digga, man erkennt's langsam. Oh, Kevin, du hängst seit 20 Minuten an fünf Reihen von Blöcken und hast schon 1000 Mal wieder abgebaut und wieder angebaut. Omega Lul. Ja, Bro, mal probieren, man muss probieren. Also würdest du echt sagen, es ist jetzt schon ein Upgrade? Auf jeden Fall, man checkt schon, wo es hin soll. Ich komme erst morgen wieder. Bro. Ja, okay. Aber ich guck ganz kurz in meiner Creative-Welt, wie ich es bauen muss. Bin gleich wieder da. Bist du mich verarscht? Ich wünschte, ich würde ihn verarschen, aber leider nicht. So. Ja. Mann, Leute, meins wird so scheiße aussehen. Mann, das ist auch viel breiter unten. Mann, Digga. Kannst du bitte mal. Okay, danke. Wow, das ist danke dir auch. Danke für alles. Film. Das könnte irgendwie so ein Mob-Crusher oder so werden, ich weiß nicht. Bro, Basti, was labert der hier? Bruder, was für ein Mob-Crusher? Scheiße. Verpiss dich mal. Oh, hä? Was machst du hier? Digga, ich bin hier gerade am Machen, Bro. Ich bin noch in den Anfängen. Oh, ihr checkt, checkt alle die Vision nicht. Ach, rührst ein bisschen was an, Bro. Aus der Entfernung habe ich gedacht, das ist die Hose von Asterix. Mann, Digga. Mann, ihr checkt die Vision nicht. Warte einfach mal ab. Gut, dann hau ich wieder ab, mein Bester. Ich wollte dich nur mal kurz besuchen. Warum? Sag mal warum. Haben Leute im Chat geschrieben, schau dir mal die Scheiße von Kevin an oder warum bist du hier, hä?
Die haben geschrieben, rette seine Base. Bro, what the fuck? Warum? Was? Ich bin noch ganz am Anfang. Ich sag ehrlich, es ist okay bis jetzt. Ja, ich glaube, ich hau lieber ab. Was war das für ein billiger Move gerade? Ey, no joke, ich finde, das sieht ehrlich noch nicht arsch aus. Ich finde, das sieht ehrlich ziemlich cool aus bis jetzt. Bisher ehrlich sehr okay, würden nur an deiner Stelle die Schrägen noch weiter hochbauen. Keine Ahnung, was Chat hat. Ihr Kevin, geile Aschenbecher, den du da gebaut hast. Und schau dir mal das an. Mann, Digga. Okay. Ich finde schon mal die Farbwahl gut hier. Ich mag Lehm. Ich bin auch auf der Suche. Das ist so ein Ding, irgendwie so viel Lehm aufzutreiben. Ich brauche auch ganz viel Lehm für meinen Bauwerk. Würdest du sagen, es ist gemütlich bis jetzt? Nee, Mann, das ist so richtig so, keine Ahnung, richtig Baustellen-Feeling. Geil, danke, Mann. Voll nice. Ja, also ich bin da noch dran halt. Achso, das ist schon alles? Ja, ja. Okay, ey, wild. Ja. Gut, naja, ey, dann geil. Ja, gut, ne, danke für die Tour, ne? Jo. Das ist ja hier der Wahnsinn. Kein Ding, Digga. Ich würde da mal weiterbauen, ne? Jo, alles klar, viel Spaß, ne? Alles klar. Brauchst du noch irgendwas? Eine Umarmung. Okay. Wow, die habe ich gebraucht. Wow. Hey Kevin, du brauchst noch das hier. Du brauchst noch das hier. Mann, Leute, warte doch einfach mal ab, Digga. Warte doch einfach mal ab. Junge, ich baue keine verfickte Beyblade-Arena, Junge. Freunde, war ein sehr, 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 sehr geiler Stream. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. War sehr geil. Morgen geht's weiter, direkt morgen wieder rein, Freunde. War ein unfassbar geiler erster Tag, auch wenn unsere Base gerade aussieht wie ein großer Aschenbecher. Aber morgen geht's weiter, Freunde. Wenn ihr das YouTube-Video geguckt habt, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir machen Daily-Videos zu Craft Attack. Und dann sehen wir uns, Freunde, morgen wieder. In dem Sinne.